Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, wenn es um Finanzen geht, wenn Steuermittel ausgegeben werden, dann erwarten die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt mit gutem Recht, dass die Politik sich ernsthaft damit befasst und dass es seriös dabei zugeht, insbesondere bei denen, die die Regierungsmehrheit stellen. Doch mit Seriosität hat, was uns SPD und CDU hier Anfang der Woche präsentiert haben, leider herzlich wenig zu tun. Seit Monaten befassen wir uns intensiv mit dem Haushalt und seit Wochen gibt es eine verlässliche Steuerschätzung. Aber es gibt nichts, was die Koalition gemeinsam vorlegt. Da ging es offenbar auch nicht besser, als in einer Nacht- und Nebelaktion eben mal das Fell des Bären zu verteilen. Was muss das für ein wildes Geschacher gewesen sein? Danach verkündete SPD-Fraktionschef Saleh gegen den Sachverstand in den eigenen Reihen und im Kita-Bündnis Kostenfreiheit bis 2018. Wie kurzsichtig, wo doch jeder erdenkliche Euro gebraucht wird, um für ausreichend Personal in den Kitas zu sorgen und dafür, dass 20.000 neue Plätze geschaffen werden, die die Stadt dringend braucht. Und Herr Graf tröstete seine CDU über die Demütigungen der letzten Wochen hinweg mit einem Sicherheitspaket, hinter dem sich offenbar allerlei verbirgt. Wofür es wirklich gebraucht wird, weiß in der Koalition wiederum keiner, da wir es laut Senator Henkel in Berlin auch nicht mit einer veränderten Sicherheitslage zu tun haben. Das ist doch absurd, verehrte Damen und Herren. Ich möchte das hier auch gar nicht weiter vertiefen, dafür ist in den Haushaltsberatungen noch ausführlich Gelegenheit. Aber mit einem Plan oder gar mit einer Idee für Berlin hat das alles nichts zu tun. Sie behandeln uns in der Opposition bei solchen Gelegenheiten ja gern von oben herab. Aber das haben Sie umsonst. Aber diese Stadt hat das Recht auf eine Regierung, die seriös arbeitet und Verantwortung wahrnimmt, die dafür sorgt, dass unsere Stadt nicht schlechter, sondern besser funktioniert, auch für die vielen, die hier täglich neu ankommen. SPD und CDU zusammen können das ganz offensichtlich nicht. Wir als Opposition nehmen unsere Verantwortung wahr. Denn was die Steuereinnahmen betrifft, hat Berlin eine besondere Chance. Und wir wollen nicht, dass die spurlos verstreicht. Rund 500 Millionen Euro wird der Jahresüberschuss 2015 betragen. Die Einnahmen aus Steuern und die Aufstockung bei der Bundesbeteiligung Asyl werden zusammen rund 600 Millionen Euro über dem gültigen Nachtragshaushalt liegen. Und die Zinsausgaben werden erneut um rund 400 Millionen Euro unter den Ansätzen des gültigen Haushaltsplanes bleiben. Das sind zusammen, leicht gerechnet kann jeder, 1 Milliarde Euro. Selbst unter Würdigung von Mehrausgaben im Personalbereich, bei den Zuwendungen oder bei den Ausgaben für die Flüchtlinge bleibt ein großer Spielraum, um sofort zu handeln. Wir haben eine Idee, wie das geht. Wir wollen, dass der Senat einen zweiten Nachtrag für das laufende Jahr vorlegt. Der muss nicht dick sein. Der ist auch schnell gemacht. Und das schafft der Senat bis zur letzten Lesung des Haushalts im Parlament am 10. Dezember. Wir wollen die 500 Millionen Euro Überschüsse dieses Jahres komplett und sofort investieren. Wir wollen dieses Geld nicht wieder bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag in einem Sondervermögen parken und die Hälfte davon im Altschuldenloch versenken. Nur damit der Senat bei einer 59 vor dem Komma landet, statt bei 60 Milliarden Euro Altschulden. Das ist Symbolpolitik. Es ist angesichts des bestehenden Sanierungsstaus in unserer Stadt und der insgesamt niedrigen Zinsbelastung volkswirtschaftlicher Unsinn. Und es ist kein Wert an sich. Die volle Summe investieren zu können, bedeutet dagegen, dass wir sofort in bessere Flüchtlingsunterkünfte, in Wohnungen oder auch in die energetische Sanierung von Gebäuden investieren können. Und wir können mit einem Nachtragshaushalt noch etwas Kluges tun. Wir können die Rücklagen für den BER jetzt auffüllen.
was nicht heißt, dass wir die in Aussicht gestellten Darlehen per se freigeben wollen. Im Gegenteil. An dem von uns geforderten transparenten Verfahren im Rahmen des Haushalts halten wir ausdrücklich weiter fest. Aber wir gewinnen Spielräume für den Doppelhaushalt, und die brauchen wir auch. Wir könnten Berlin Energie beispielsweise endlich bieterfähig machen. Sie erinnern sich an die Absichtserklärung der Koalition zur Rekommunalisierung von Strom und Gas in der Stadt? Dann bitte schön, nutzen Sie doch die Jahresüberschüsse sofort, um Berlin Energie mit ausreichend Kapital und Personal auszustatten. Die sofortige Kapitalzuführung. Diese sofortige Kapitalzuführung an die Berliner Stadtwerke würde die Chancen im Vergabeverfahren sprunghaft verbessern. Eine Investition in die Zukunft. Jetzt machbar. Packen Sie es an. Womit wir bei der Herausforderung wären, der sich zumindest die SPD ja mit aller Kraft stellen will. Dass der Senat aus dem Überschuss des Jahres 100 Millionen Euro für mobile Unterkünfte für Flüchtlinge bereitstellen will, unterstützen wir ausdrücklich. Aber unsere Meinung zu SIVA ist ja bekannt. Und die bisherigen Ergebnisse geben uns recht. Es steht zwar Geld für Investitionen zur Verfügung, aber es wird nicht ausgegeben. Was von den 496 Millionen Euro haben Sie denn bisher geschafft zu investieren? Ich sage es Ihnen, weniger als 10%. Und das beinahe ausschließlich für die Beschaffung von U-Bahn-Zügen. Nicht, dass wir keine U-Bahn-Züge brauchen, im Gegenteil. Doch die Stadt wächst nicht nur beim öffentlichen Personennahverkehr, sie wächst überall. Auch im Kita- und im Schulbereich. Ja, sicher, vieles liegt auch an den Bezirken. Kein Bezirk hat es bisher geschafft, mehr als 1 Million zu investieren. Eher deutlich weniger. Ein Bezirk hat trotz großem Sanierungsstau sogar noch nicht 1 Euro für Schule ausgegeben. Aber, Herr Schneider, glauben Sie jetzt nicht, dass ich jetzt in Ihre oft bemühte Bezirksschelte einstimme. Die Koalition wusste von Anbeginn, und das war auch Kalkül, dass die schönen Millionen gar nicht investiert werden können, weil immer wieder auch das Personal fehlt, das dafür gebraucht wird. Und SIVA bleibt das falsche Instrument. Und die Berlinerinnen und Berliner, sind doch nicht blöd. Die merken doch, wenn sie erst im Wahljahr wieder anfangen, das Füllhorn auszuschütten. Das ist doch ein durchsichtiges Spiel. Und es hilft der Stadt nicht weiter. Und es ist eben auch keine seriöse Politik. Es fehlt noch immer ein Plan des Senats, in welcher Zeit und mit welchen Maßnahmen er schrittweise den Sanierungsstau abbauen und gleichzeitig der wachsenden Stadt gerecht werden will. Mit einem zweiten Nachtragshaushalt 2015 würden wir gleich zwei wichtige Dinge tun können. Zum einen würden wir sofort investieren können. Und zum Zweiten könnten wir die in den nächsten beiden Jahren geplanten Mittel für den BER freischaufeln und für andere notwendige Investitionen in die wachsende Stadt, in die technische und soziale Infrastruktur einsetzen. Das müsste doch in aller Interesse sein. Und es könnte der Einstieg sein in eine nachhaltige und kontinuierliche Investitionsstrategie. Beweisen Sie, dass Sie mehr drauf haben als Wahlkampfgeschenke verteilen. Es liegt doch an Ihnen, verehrte Kolleginnen und Kollegen von SPD und CDU, zu beweisen, dass Sie mehr können, als dringend notwendige Entscheidungen wieder nicht zu treffen. Fordern Sie mit uns den Senat auf, einen zweiten Nachtragshaushalt für dieses Jahr vorzulegen. Dafür braucht es auch keine Nachtsitzung. Und das ist allemal planvoller als eine Gießkanne voller Gefälligkeiten. Vielen Dank.